Hallo und herzlich willkommen zurück zu Miss Survival. Und ja, nachdem ich letzte Folge den sterbenden Schwan gespielt habe, habe ich mir gedacht, diese Folge nicht. Okay, nehme ich mir irgendwie jede Folge vor. Und dann passiert es trotzdem. Aber ich gehe jetzt mit einer ganz anderen Taktik an die Sache ran. Und zwar mit der hier. So, der müsste ja dann gleich um die Ecke biegen. Und dann schieße ich ihm ins Gesicht. Hoffentlich. Hoffentlich. Oder die sind jetzt einfach nicht da. Da sind sie. Natürlich sind sie da. Wo sollten sie denn sonst sein? Da, da, da. Oh, fuck. Ah, die Feuerpfeile, egal wo sie treffen, töten gleich. Okay. So. Einer müsste noch da sein. Einen müssten wir noch holen. Ich habe ein bisschen Angst, dass der hinter uns ist. Ich sehe ihn nicht. Okay, gut. Wir rennen. Okay, hier war es ja sicher, ne? Ja, gut. Alles gut. Ja, hier war nichts drin. Schon beim ersten Mal, wo ich das aufgebrochen habe, war da nichts drin. Wir speichern jetzt mal. Wenn wir jetzt nochmal sterben sollten, müssten wir nur einen töten. Von daher. Und einer geht ja voll in Ordnung. Ich rede hier gerade davon, Menschen zu töten. Oh, voll in den Rücken. Es scheint aber keiner da zu sein. Mein Arsch weint nicht. Was ich krass finde, ist, dass der Generator hier nicht wiederkommt. Weil normalerweise war hier so ein Generator. Und der war anscheinend nur einmalig. Der respawnt nicht. Okay. So, ja. Ich würde mal sagen, wir haben es geschafft, oder? Aber ich freue mich noch nicht zu früh. Ich gucke nochmal nach. Wenn das noch nicht einfach hier so rum, bla bla bla. Ja. Die wollte ich ja auch mal mitnehmen. Auch nicht gemacht. Auch nicht gemacht. So, da ist die berüchtigte Tankstelle. Und da hinten ist der berüchtigte Sniper. Deswegen muss ich hier auch ein bisschen aufpassen. So. Okay. Also tatsächlich ist der nicht da. Der hatte so viele Chancen, mich jetzt zu töten. Dass ich glaube, dass er nicht da ist. Ja gut, können sie behalten. Mal klar. Okay. Ein kleines Dreirad. Na komm. Gut. Okay. Hatte ich wahrscheinlich mal reingelegt und vergessen zu, ne? Zu looten. Ich guck mal hier auf dem Spielplatz, ob man da alles zerlegen kann. Ich glaube, das ist so laut, dass die Viecher rauskommen, oder? Aus dem Haus da hinten. Ja, gut. Brauche ich mir ja jetzt eigentlich noch keine Sorgen zu machen. Und wenn sie doch rauskommen, bewerfe ich sie einfach mit Brokkoli. Kann ich nie kaputt machen. Kann ich nie kaputt machen. Kann ich. Ah,
Ich will zerstören, Kindersachen. Okay. Nein, darum geht's mir ja nicht. Es geht mir halt wirklich um den Metallschrott, weil hier ist mir der Spielplatz jetzt auch egal. Egal. Ich hab ja meinen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich zwischendurch immer ein bisschen hinterfragt habe, ob das wirklich das Beste... Waren hier nicht auch zwei Autos? Kamen da nicht immer Viecher raus, wenn ich die Autos kaputt gemacht habe? Nee. Dass ich hinterfragt habe, ob es richtig war, sich im Weißen Haus anzusiedeln. Ob es nicht viel interessanter gewesen wäre, wenn ich mich woanders angesiedelt hätte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nö. Ich finde es tatsächlich schön im Weißen Haus. Nach wie vor. Ich finde, es ist einfach der beste Spot, nach wie vor. Und klar kannst du überall eine pompöse, riesige Base bauen und, ne? Das kannst du überall machen. Aber ich finde die Location cool. Du bist halt wirklich ziemlich zentral. Du hast, zum Beispiel hinten beim Sägewerk hast du das Problem, dass die ganzen Banditenlager, die sind halt eigentlich, ja, das, habt ihr nicht gesehen. Die Banditenlager sind halt alle hier ums Weiße Haus verteilt. Das heißt, du müsstest von da hinten jedes Mal dann hier vor und so, ja. Ich meine, ja, es ist nun mal so, dass wenn du dann später von den Banditen, das war jetzt nicht klug, angegriffen werden kannst, dass du das, dass es halt negative Auswirkungen hat. Aber ansonsten, ich finde es jetzt nicht schlimm. Echt nicht. So. Falls ihr euch fragt, oh, wieso lässt du denn das Auto da vorne stehen und wieso benutzt du das denn immer? Weil so ist. Nein. Weil es am gemütlichsten ist. Der Kofferraum, wie ihr gesehen habt, reicht mir vollkommen aus für so kleine Besorgungen. Sollte ich große Farmrunden machen wollen, die wir jetzt aber sowieso nicht machen. So. Ja, ich geh mal Nägel herstellen. Kann ich mal gucken, dass ich das auf 3 Stunden time. So, Nägel. 3 Stunden. Ja. Weil dann habe ich Nägel und den Nebel übersprungen. Was will man mehr? Wie es halt dann einfach immer noch weitergeht. Wieso? So. Ja, die Waffe zerlegen wir auch. Brauchen wir nicht. Wir haben genug Waffen. So. Dann mussten wir noch einen Haufen Bretter herstellen. Das machen aber die Mädels. Und Scott, du gehst auf jeden Fall gleich noch, noch mehr Bretter holen und so. Das Ding. Ey. Ich glaube, das müsste aber ausreichen. So. 60 Minuten. Oh, eine Stunde. Easy. Rachel. Ich muss ganz ehrlich sagen, für solche Arbeiten lieber Rachel. Weil Kate, ich weiß nicht warum, die ist da aber auch ein bisschen buggy. Bei der funktioniert das auch alles nicht so, wie ich das gerne hätte. Und da ist der Generator. Und tatsächlich muss ich sagen, glaube ich, habe ich alles. Die Zahnräder habe ich auch. Locker. Nein, habe ich echt nicht mehr? Okay, wir haben nicht alles. Das heißt, wir müssen wieder Autos suchen. Wir gehen jetzt mal aber in die andere Richtung. Und nehmen uns, denke ich mal, noch eine Bärbel mit. Einmal Bärbel zum Mitnehmen, bitte. So. Weil wir haben das eine Rack haben wir jetzt, also haben wir jetzt schon fast leer. Von daher wäre doch schön, wenn wir
noch mal was mitnehmen. So, das essen wir noch, den restlichen packen wir ein und dann können wir auch schon alles andere wegpacken, damit wir mehr holen können. So. Die habe ich ja gar nicht gebraucht, ne? Es war ja wirklich nur die Zahnräder. Was auch ein bisschen kurios ist, aber wer bin ich darüber zu urteilen? So, Zahnräder. Ja, ich hab ein paar gebraucht, aber das wird schon. Ich meine, die Generatoren, die laufen ja sowieso nicht rund um die Uhr. So, Scott, schön, dass du da bist. Da muss ich dich nämlich nicht suchen laufen. Hi, halt, stopp. Hi. Ich hatte da noch mal eine Bitte. Könntest du mal bitte losgehen? Und Holz. Sehr viel Holz. Ich brauche sehr viel Holz vor der Hütte. Ja. Ist kein Problem, mache ich dir auf. Warte. So. Tschüss. Okay. So, da er weg ist, Mädels, können wir jetzt wieder eine Nudistenparty machen. So. Die Zahnräder kommen wieder hier rein. Das kocht noch das Wasser ab. Das kommt hier rein und das kommt hier rein. So. Nägel. Bretter. Es ist halt von allem nicht viel, ne? Habe ich den Turm? Ja, ich habe beide Türme. Oh, das gefällt mir so gar nicht. Ich bin echt am Überlegen, ob ich es abreiße. Weil, wisst ihr, was ich meine? Ich meine, dass das... Es hätte einfach gerade sein können. Ich habe es einfach nur nicht gerade gemacht. Aber ich müsste alles jetzt, den ganzen Turm abreißen. Das will ich halt irgendwo auch nicht. Okay. Aber wir haben auch schon, auf jeden Fall schon mal da Strom und hier Strom. Strom. Geht der Strom eigentlich bis ins Haus? Okay. Geht auch zu seine Vorlieben. So, das ist alles an. Ja, da das wird dann von dem anderen versorgt. Muss ich gleich nochmal gucken, was nicht stimmt. Aber der hier arbeitet nicht. Huch. Und die Lampe hier hinten auch nicht. Scheiße. Das heißt, der Generator ist nicht ganz richtig. Ah, cool, das kann man ja bewegen. Das ist cool. Machen wir das. Dich lassen wir weiter auf den Zaun. Du guckst nach unten. Da werde ich eh überlegen, ob ich das so in die Ecke mache. Und nicht direkt geradeaus. Machen wir so, so, so. So, dann ist das nämlich genau da zum... Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay. Ja, ändert nichts an der Tatsache. So ein bisschen C. Dann geht das ein bisschen nach unten. Turn off. Das heißt, es ist an. Das hier ist auch an. Das sieht man auch. Das hier ist auch an. Das sieht man auch. Und. Ha, perfekt. So, das Problem ist jetzt hier mit dem Licht. Ich meine, ich könnte es einfach hier hin tun. Wobei, da weiß ich auch nicht, ob das Licht dann angehen würde. Aber, das ist auch nicht des Rätsels Lösung. Wisst ihr, was ich meine? Es ist ja dann... Okay, es funktioniert. Da würde es funktionieren. Und vor allem würde das hier funktionieren. Das war ja das Wichtigste, dass das hier angeht. Dass die Hühner nicht mehr im Dunkeln sind. Okay. Ja, ja, ja. Wir lassen das so. Es ist alles gut. Ne, Rachel?
Jetzt geht den Generator aus. Ansonsten zu viel Verschwendung. Für einfach nur gucken. Wir wollten Farm fahren. Das ist halt auch so eine Sache, dass ich halt jetzt wirklich jedes Mal hier hinten zum Auto laufen muss. Und ich muss halt meine Base jetzt immer umfahren. Aber gut, das sind ja Kleinigkeiten. Das sind Kleinigkeiten. Ja, jetzt muss ich aufpassen mit den Banditen. Die tun mir immer weh. Oh, ein Auto. Ein Auto. So. Wie viel haben wir? Ich weiß gar nicht mehr, wie viel wir... Aber wir werden reichlich brauchen. Ich sammle einfach erstmal. Ich sammle. Was wir haben, das haben wir. Was wir nicht haben, das brauchen wir nicht. Das ist die Logik im Leben, meine Lieben. Manchmal setzen wir uns einfach viel zu sehr unter Druck. Aber das Geheimnis des Glücklichseins ist, was wir nicht haben, brauchen wir nicht. Läuft er weg oder läuft er zu mir hin? Okay, der läuft weg. Bärbel, na komm mal hier. Na komm mal hier, Mäuschen. Komm mal hier. Hallo. Bärbel, ich will nichts sagen, aber du hast einen Pfeil im Gesicht. Ja, ja, funktioniert immer, ne? Vielleicht, weil ich den Hals getroffen habe und nicht direkt den Kopf. Das ist halt ne, so eine Sache. Ich will meinen Pfeil wieder haben. Nee, ernsthaft, ich will mein... Beweg dich, Bär. Ich will... Der ist weg. Der ist weg. Weg ist... Ja. Eine Schweigeminute für den Pfeil. Okay. Es war noch ein Feuerpfeil. Wisst ihr, was ich meine? Ein Feuerpfeil. Was ich seltsam fand, der Bandit ist sofort gestorben. Zufall? Ich hinge... Vielleicht war das der Extraschaden, von dem auch Ralf geredet hatte. Also, dass manchmal die in Brand gesteckt werden, aber halt ohne wirklich zu brennen. Aber das halt einfach zusätzlichen Schaden. Ich glaube, das hat er sogar gemeint. So. Okay. Wir brauchen nämlich ordentlich Fett. Hä? Wie ist das passiert? Ich bin ja mal gespannt. Es wird Nacht. Und ich bin auch nachtblind. Auch tagblind, also. Nach 15 Minuten. Die werden uns schon nicht umbringen. Hoffentlich. Ich bin nicht mal losgefahren. Ja, die Banditen werden mich jetzt aber sowieso sehen. Hier war ein Auto. Wenn sie mich vorher nicht gesehen haben, dann haben sie mich jetzt gehört. Nee, wegen den Nachtzombies sind sie ja nicht, ne? Glaube ich.
die ganzen Autos sind wieder da. Ich glaube, ich muss langsam mal abbiegen. Weil ich würde gerne von der Seite ranfahren. Genau. Ich ignoriere jetzt mal alles andere. So. Okay. Und eins, zwei, renn. Nicht umgucken, nicht umgucken. Trautes Heimglück allein, das war doch easy. Ja, NPNP. Wie ein großer, starker Mann habe ich das souverän gemeistert, würde ich sagen. Souverän gemeistert. Ja, ich wünsche dir eine gute Nacht. Ich gehe da nicht raus. Nein. Nein, keine Chance. Keine Chance. Das Zähneklappern ist nur, weil den kalt ist. Weil es ist nur noch ein paar Monate. Nee, keine Leiche. Wo höre ich euch denn immer? Ja, okay, gut. Ich find's halt schon irgendwo witzig, dass die einfach dann so zusammenklappen. So. Akku alle. Nee, so. Wir machen erstmal ein Lagerfeuerchen. Split half. Achso. Seht ihr, ich wollte ja mal gucken, ob ich das hier irgendwie rausgenommen habe. Auf 150.000 verschiedene. Ja. Aber wieso? Beim Bär zerlegen, egal. Es ist halt komisch, aber das ist so. Nein, das wollte ich doch gar nicht. So. Ignite. Dann kommt das Fleisch drauf. Oh, dieses Grillstand gefällt mir nicht. So, und hier oben kommt das Fett rein. Ja. Oder wir schmeißen es einfach direkt ins Feuer. Viel effektiver. Ah, sieht schon. Es ist schon. Sieht schon cool aus. Sieht man halt so richtig das Fett. Habe ich das verbrannt oder ist es verdorben? Ich glaube, ich hab's geschmolzen. Verbrannt. Es ist noch roh. Ich habe kein Salz dabei. Wieso habe ich kein Salz dabei? Wieso? Mist. Ich wollte jetzt sagen, ich habe ja Salz dabei. Ich hatte nämlich Salz. Ja. Ich wollte nämlich ausprobieren, ob 10 Minuten reichen. Das können wir gleich machen. Das machen wir. Ach, das war nur die Spitzhacke. Alles gut. Nur so das wichtigste Gerät, um an Munition zu kommen. Pille-Palle. Wisst ihr, was ich meine? Pille-Palle. Okay, schnell hier rein. Und der Kühlschrank. Ja, Brokkoli. Wir haben jetzt Brokkoli im Kühlschrank. Es ist, wir leben gesund, ja. Das ist Healthy Lifestyle, Leute. Wir haben Brokkoli im Kühlschrank. Alles gut. Zombie-Apokalypse durchgespielt. So. Ich war satt, oder? Naja. Mist. Jetzt verbrennt's. Jetzt. Ich sehe es schon kaum. Ich will nicht. Ich möchte nicht, dass das Fleisch verbrennt. Okay, gut. Alles gut. Ich wollte aber was anderes ausprobieren. Und das werde ich jetzt gleich ausprobieren, nachdem ich Platz geschafft habe. Ich wollte nämlich ausprobieren, ob rein theoretisch, während ich ein Fleisch zerlege, ich das Fleisch auch braten kann. So, und jetzt zicki-zacki, also 20 Minuten. Oder ob das Fleisch dann verbrennt. Und? Es ist verbrannt.
Es ist ja an sich kein Problem. Ich kann es ja jetzt immer noch verarbeiten zu Würsten. In meinem Magen. Nein. Wir können es ja jetzt immer noch. Wir müssten eigentlich genug Salz noch. Nein, haben wir nicht. Wir haben nicht genug Salz. So. Geht sich das aus? Und das eine, das werden wir dann. Ich hoffe, das ist ein Bug, den er niemals fixen wird. Der würde mir sehr entgegenkommen. Ich lasse ja nicht oft was anbrennen, aber wenn, dann Fleisch. Mir ist es letztens wirklich tatsächlich passiert. Mir ist wirklich sehr, sehr selten im Leben was angebrannt. Wirklich. Und ich hab das auch, also ich habe das Gericht schon öfter gemacht. Das ist halt Plov. Und das musst du halt köcheln lassen, bis das ganze Wasser verdampft ist. Und normalerweise gehe ich halt immer so alle 5 bis 10 Minuten hin und mach das. Ja. Und nie Probleme gehabt. Immer alles gut gewesen. Und diesmal ist es mir verbrannt. Aber komplett. Und ich bin wirklich 10 Minuten weg gewesen. Oder die Zeit ist so schnell vorbeigegangen, dass ich, ja, egal. So, das Feuer geht an und sie steht mir so gegenüber. So, okay, nicht gruselig, nicht gruselig. Habe ich. So, was habe ich denn jetzt im Inventar? Ach, ich wollte das Fleisch noch braten. So. Okay. Ja, hier dieses, dass damit das Feuer länger brennt, dass man da Öl reintut, das mache ich nicht, weil, seien wir mal ehrlich, so viel Öl haben wir nun auch wieder nicht. Dass wir sagen können, hier komm. Aber wir müssen auf jeden Fall mal die NPCs zum Holzhacken schicken. Also nicht Bäume fällen, sondern Holzhacken. Jo. Das sah komisch aus, aber okay. Sieht halt von einer Seite irgendwie schon braun aus. Von der anderen noch nicht. Muss ich die wenden? Sind immer noch roh. Alles gut. Sind immer noch roh. Geh weg, komm zurück, verbrannt. Haben wir alles schon ge. Ah, wir haben noch. Wir haben noch. Gleich haben wir mehr. Nein, das war nicht gut. Das war nicht. Das war nicht. Ah, ihr wisst, was ich meine, oder? Ich wollte das nicht selber machen. Ich wollte die NPCs daran das anweisen. Und ich weiß auch warum, weil ich ja. Lecker. Wir tun was hier unten rein. Das heißt, es müssen wir mal irgendwie schaffen zu verarbeiten. Wir brauchen Salz. Scholti, Scholti. So, das Holz schmeißen wir hier rein. Ah, oh, das ärgert mich jetzt ein bisschen. Aber gut. War wohl eigene Selbstschuld. War es auch. Hier kommt der Metallschrott rein. Und ich bin echt die ganze Zeit am Überlegen, ob ich das abreiße. Weil das gefällt mir so gar nicht. Wieso habe ich das da so schief gemacht? Das ist das Allerschlimmste ist, dass es wirklich nur eine diese Beule drin ist, was einfach heißt, dass ich das von vornherein falsch gemacht habe. Ich hätte das durchgängig machen können, aber nein, ich habe das hier runter und dann wieder, ne? Und dann ist da auch noch der Turm. Genau da ist der Turm. Das ärgert mich. Oh, wieso habe ich es nicht geradeaus durchgezogen? Ach Gott, wieso stehst du hier?
Ich sehe schon, unsere Zeit neigt sich dem Ende. Aber ich wollte ja das hier noch fertig bauen. Das machen wir auch nicht, weil ich noch 7 Stück brauche. Wo sind die denn alle hin? Ich habe doch nichts gebaut. Habe ich echt zu wenig gefarmt? Ja, hier habe ich alles rausgeholt. Ja, gut. Wir kümmern uns nächste Folge darum. Und, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und dann bis zur nächsten Folge. Bye, bye. Thank you.